Hallo liebe Nähbegeisterte, herzlich willkommen in meinem Kanal und heute zu einem Thema, zu einer Schnittveränderung. Viele von euch kennen das. Ihr habt einen Schnitt, der wunderbar passt, egal ob das ein Herrenhemd ist, eine Bluse, ein Kleid. Das Einzige, was nicht richtig passt, ist der Ärmel. Ihr habt bereits alles überprüft und ihr habt gesehen, euer Armloch passt hervorragend. Es hat die richtige Tiefe. Die Armkugel sitzt wunderbar, habt ihr super eingenäht, aber ein Problem hat der Oberarm. Egal aus welchem Grund, vielleicht macht ihr sehr viel Sport, jedenfalls habt ihr starke, kräftige Oberarme und das Einzige, was bei diesem gesamten Schnitt nicht gut sitzt und passt, ist eben der Ärmel im Oberarmbereich, weil ihr, wie gesagt, einen starken Bizeps habt. Aber das bei eurem Schnitt abzuändern, ist überhaupt kein Problem und ist wirklich sehr einfach. Und genau darum geht es im heutigen Video. Also lade ich euch herzlich ein, falls ihr das Problem habt, dann schaut jetzt zu. Auf geht's! Ihr nehmt bitte euren Originalschnitt und erstellt daraus zuerst eine Kopie. Denn ihr wisst, dieser Ärmel passt wunderbar in das Armloch, das ihr habt, und das Armloch hat die richtige Größe und auch eure Kugel, um einen schönen Fall des Ärmels im Kugelbereich zu haben, passt hervorragend. Das Einzige, wie gesagt, ist, der ist hier einfach zu eng. Also, wir machen eine Kopie und wir markieren uns gleich, habe ich bei diesem Schnitt meine Nahtzugaben dran oder nicht, damit wir das nicht vergessen. Nun falten wir zuerst unseren Ärmel einmal auf Hälfte. Das ist eure Mitte oben und ihr faltet das Ganze ab diesem oberen Punkt und legt ihn unten auch auf diese Hälfte. Macht euch da zwei kleine Knicke hin und zeichnet euch nun diese Mitte ein. Nun geht ihr circa 1,5 bis 2 cm unter euren Ärmeleinsatzpunkt unterm Arm. Ich gehe jetzt einmal hier auf 1,5. Natürlich seht ihr auch, dass ich einen anderen Maßstab hier habe, aber dann könnt ihr das besser sehen. Und nun zeichne ich, wie gesagt, bei 1,5 cm unter dieser Kante auch nochmal komplett einmal quer durch. Nun nehme ich mir mein Zeichenpapier, ein großes Stück, lege das unter. Natürlich, wenn ich das normalerweise mache, nehme ich mein Originalpapier, aber ich nehme dieses Papier, um euch den Kontrast schön zu zeigen. Nun schneide ich meine gezeichneten Linien einmal durch und lasse mir unbedingt oben und unten 1 cm stehen, denn das ist jetzt auch meine Nahtzugabe, die ich hier habe. Ihr seht, da habe ich jetzt zusammengelassen und hier lasse ich zusammen und das gleiche mache ich auch hier, denn wir müssen zwei Dinge beachten. Wir möchten die Kugel in der Länge nicht verändern, sie wird eine andere Form bekommen, das ist korrekt, aber diese Länge dürfen wir nicht verändern, denn sonst müssten wir ja das Armloch verändern. So, nun gehen wir davon aus, ihr messt euren Oberarm. Achtet jetzt bitte nicht auf meine Zentimeterangaben, denn wir haben ja einen anderen Maßstab hier zur Wiederholung. Ich nenne jetzt ein Maß, wie es bei mir ungefähr wäre vom Ärmel her. Mein Ärmel wäre nämlich normal jetzt hier 30 cm. Und sagen wir mal, mein Ärmel ist mir 4 cm zu eng im Oberarmbereich. Das heißt, ich muss den hier drin jetzt 4 cm erweitern. Dazu werde ich mir jetzt schon mal eine Seite fixieren und nun ziehe ich mir diese Distanz hier um 4 cm weiter. Also habe ich jetzt hier eine Öffnung von 4 cm, genau in diesem Bereich, wo wir hier aufgeschnitten haben. Aber nun seht ihr schon, kommen wir so nicht weiter. Das heißt, wir müssen unsere Zeichnung hier an den Seiten einmal komplett durchschneiden, bei beiden Seiten, denn nun legen wir diese beiden Spitzen genau auf diese beiden Spitzen drauf und auch das
fixieren wir uns nun wieder. Und nun könnt ihr aber sehen, haben wir in der Länge etwas automatisch verlängert. Und natürlich haben wir die Form der Kugel verändert. Und deshalb benötigen wir noch unseren Originalschnitt. Den können wir jetzt mal zuerst hier drauflegen, denn das ist jetzt so ein bisschen übereinander geschoben. Das heißt, er ist eigentlich hier in dem Bereich minimal kleiner geworden. Deshalb legt euch nun euren Originalschnitt hier oben drauf und schiebt ihn bei beiden Seiten einmal seitlich weg. Und markiert euch diese Ecke neu. Das ist jetzt bei mir, sieht das nicht sehr viel aus. Bei eurer Originalgröße wird das wesentlich mehr sein. Mindestens ein Dreiviertel bis ein Zentimeter, je nachdem wie viel ihr jetzt angestellt habt. Aber ihr seht, ich bin hier größer geworden. Und nun messen wir unsere Gesamtlänge, die wir ursprünglich hatten, vom Ärmel. Ich nenne jetzt keine Maße, denn ihr messt euren. Und ich muss mir nun diese neue Länge hier anzeichnen. Und da seht ihr, das ist genau dieser Abstand, der sich nun verändert hat. Aber noch etwas verändert sich dadurch, denn wenn ich jetzt hier nur einmal das einfach rüberzeichnen würde, um diese Länge wieder anzupassen, dann könnt ihr ja sehen, wird er ja weiter und weiter nach oben. Aber ich will den ja unten genau in dieser Weite haben. Das heißt, auch meinen Originalärmel werde ich wieder messen. In dem unteren Bereich hat er noch gute 17 cm. Hier bei euch ist das mehr. Bitte unbedingt dran denken. Aber hier könnt ihr sehen, muss ich den um einiges auch hier kürzen. Das heißt, ich habe jetzt hier einen neuen Eckpunkt und habe hier einen neuen Eckpunkt. Die verbinde ich miteinander. Jetzt können wir den schon einmal quer zeichnen bis zu dem neuen Punkt und machen nun das gleiche auf dieser Seite und gehen auch hier zu unserer neuen Ecke von dem Ärmel hin. Dann weiß ich, ich habe wieder die gleiche Weite unten beim Arm. Ich habe genau die Länge meines Ärmels für das Armloch, das ich habe, und muss das Ganze jetzt nur noch ausschneiden und habe meinen neuen Schnitt mit meiner Weite, die ich benötige, damit mir der Ärmel nicht mehr spannt, nicht mehr zieht. Und wir schneiden das wirklich so aus. Und ihr müsst natürlich neu markieren, wo eure Nahtzugabe sein wird. Denn die hat sich ja logischerweise dadurch jetzt auch etwas verändert. Nicht bei der Armkugel, da hat sie sich nicht verändert, aber hier bei den Seiten. Ja, jetzt schneiden wir das nur noch aus. Und jetzt legen wir ruhig nochmal den Originalärmel drauf. Und jetzt könnt ihr diese Veränderung hier ganz genau sehen, wie sich das alles verändert hat. Und wenn wir das hier raufschieben, seht ihr, ich habe wieder meine Originallänge des Ärmels. Und natürlich könnt ihr das gleiche auch bei einem kurzen Ärmel machen. Aber nun habt ihr die Weite für euren Bizeps, für euren Oberarm hier genau drin. Und wenn ihr nun eine neue Bluse oder ein neues Hemd näht, dann wird das wesentlich besser passen und wird euch mehr Freude bereiten. Meine Lieben, das war's für heute. Eine kleine Schnittveränderung, wie ihr aus einem normalen Ärmel für euch passend für euren großen Oberarm eine Veränderung des Schnittes machen könnt. Ich bedanke mich, freue mich wie immer auf all eure Kommentare und sage bis bald wieder. Bleibt gesund, bleibt mir treu und ihr wisst ja, dann tue ich das wahrscheinlich auch. Tschüss, eure Lilo.